wunderschönen guten Tag. Hier ist eine 43er Blende, die ich als erstes gekauft hatte. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier Plasti-Dip drauf gemacht, also Sprühfolie. Und so sieht die aus. Die Passgenauigkeit ist leider katastrophal. Und deshalb habe ich mich jetzt bemüht, eine zu finden, die passt. Weil ich hatte mal eine, die passt auf einem E500 Cabriolet von 2016. Auch ein schöner junger Stern, wie sich das gehört. Traumhaft schönes Auto, Aragonit-Silber mit Tiefseeblau und beigem Innenraum. Auch absolute Vollausstattung, wie sich das gehört. Neupreis von 130.000 Euro war das damals. Und zwar, ihr könnt, diese gibt es unterschiedlich. Ich habe jetzt neu bestellt, die hier. Und vielleicht sieht man den, ja, wenn ich so, Moment. Wenn man so hinhebt, sieht man den Unterschied. Die Dicke. Ihr müsst auf die Dicke achten. Ich werde euch den hier verlinken. Der ist der richtige. Der passt nicht. Das ist der Dicke. Ich weiß nicht, wieso die das so machen, aber es gibt zwei Varianten. Die Farbe ist dieselbe, sind beide chrom. Aber die hier sind falsch. Die kann ich quasi in den Müll schmeißen. Davon habe ich jetzt nichts mehr. Jetzt habe ich mir die hier gekauft, weil die hier passen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier selber noch ein extra Kleber reingemacht, dass die nicht wegfliegen. Die fliegen nämlich gerne mal weg auf der Autobahn. Deshalb selber Kleber kaufen, kann ich euch verlinken von Tesa, den besten, teuersten, den ihr finden könnt. Es geht nämlich um ein Bauteil, was außen ans Auto muss. Da sollte nicht gespart werden an der Haftigkeit. Deshalb immer alle Produkte aus AliExpress oder China immer mit eigenem Klebeband nochmal verstärken, verdoppeln, verdreifachen. Und was auch wichtig ist, einen Föhn. Da habe ich jetzt einen ganz stinknormalen Hausföhn und jetzt föhne ich das Ding einfach mal heiß, um einfach den Kleber zu aktivieren und eine bessere Haftfähigkeit zu machen. So, wir drücken das jetzt an. Wichtig, den Kleber schön warm machen. Einfach, dass das sich der Kleber aktiviert wird und auch schön dranbleiben kann. Ich muss ehrlich sagen, die Passfähigkeit jetzt, wo ich den Kleber dran gemacht habe, ist doch nicht so optimal. Das war irgendwie vorhin besser. Habe ich jetzt das Falsche genommen? Das kann aber auch nicht sein. Jetzt sieht das hier blöd aus. Ja, kauft die Dinger einfach gar nicht, muss es doch runter machen. Aber wenn ihr es doch dran macht, hä? Wieso passt das denn? Ich habe es doch vorhin dran gehoben. Die hier passen nämlich nicht, weil die irgendwie, und dann sind das jetzt schon die besseren gewesen, weil die eigentlich länger sind, aber das ist ja bescheuert. Komisch. Naja, so sieht das dann aus. Aber hier, da bin ich nicht mit zufrieden. Hier, der Quatsch, das gefällt mir nicht. Da muss ich doch nochmal gucken, ob ich nochmal andere finde. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen.